Eisenbach in Westerwald. Auf dem Hof der Autoverwertung der vier Ludolf-Brüder. Peter und Günther warten im Büro auf Kundenanrufe, während Uwe und Manni in der Werkstatt einen Audi ausschlachten. Das Leben ist schön, aber an Audi-Schrauben tut dann doch immer etwas weh. Boah, da ist so eine Krücke, diese Maschine. Ob das ein Audi, ein BMW, ein Mercedes, das ist so super Autos auseinandernehmen, das ist nicht unbedingt schön. Es verschwindet ein von diesen super Produkten auch. Ja, Mercedes, das ist auch wahr. Nein, Mercedes, BMW und Audi geben sich gar nichts. Ach, du hast. Das sind beides Luxusmodelle. Alle drei. Das kriege ich von dir einen. Aua. Aua? Nein, ich habe mir ein Kabel um die Ohren gehauen. Ludolf? Cola Moment. Für dir. Für ein Omega B Steuergerät fürs ABS. Für das ABS? Günther. ABS. Hör ich für andere Wagen. Also nicht? Nein. Nein, leider nicht. Bitteschön. Tschö. Ach, Günther. Etwas Witz muss man machen. Das Leben ist viel zu hart. Das kannst du laut sagen. Ludolf? Oh. Nein, habe keinen Kompressor für die Klimaanlage da. Bin ich schon müde? Momentan nicht. Langsam. Nein. Bitte schön. Tschö. Ja, Günther geht nicht schlafen, einfach. Ich nicke. Dann tu mal schlafen. Das ist sowieso das Beste, was du kannst. Das ist das Einzige, was ich kann überhaupt. Richtig. Nee, da kommt noch ein Teil dabei. Quasi. Nein, gut essen kannst du auch noch. Ja, der hat's gut. Der Peter. Und abends kann er genauso gut schlafen, noch trotzdem. Der ist mit einem Zug ist er weg. Der braucht sich nur hinzulegen irgendwo. Schon ist er am Schlafen. Möchte ich auch mal können. Abends werde ich dann meist so ein bisschen schläfrig. Da lege ich mich dann um 10, 11, 12 hin, dann stehe ich wieder auf. Dann rauche ich mir wieder ein paar im Wohnzimmer, da lege ich mich wieder hin, dann stehe ich wieder auf. Und am Morgen, so ab 4 Uhr, lege ich mich nochmal hin. Ja. Und spätestens um 6:30 stehe ich schon wieder auf. Und das war dann die Nacht. Ludolf? Nein, für ein Audi A3 leider nicht. Nein. Bitte, tschö. So, meine Lieben, wollen wir loshauen, dass wir Unfallwagen reinkriegen, dann machen wir von der Straße den Wagen weg. Manni und Uwe haben ihr Schlachtwerkzeug aus der Hand gelegt. Sie müssen ein Schrottfahrzeug abholen. Bei mir ist es frei. Das sieht so ein alter Volvo. Klappt das? Das weiß ich nicht, wenn wir gleich sehen. Die Brüder sind mit einem jungen Mann verabredet, der gestern Abend einen Unfall auf der Landstraße hatte. Guten Tag. Eigenes Design? Nicht viel abbekommen, oder doch? Nee, Trennung am Arm und Ja, aber besser als Knochenzerbrochen bei dem schweren Unfall. Ja. Ui, da haben wir gut einen geputzt bekommen. Kannst du von Glück reden, dass nur wenig passiert ist? Ja. Richtig. Trotzdem, wenn es mal mehr wehtut, würde ich zum Arzt gehen. Den hast du gut geputzt. Ich war schon mal im Arzt. Gut. Das ist immer wichtig. Gut. Da hast du was Schwein. Weil die meisten machen und gehen nicht zum Arzt. Wenn wir gerade machen, das ist ein bisschen gut. Ja, aber immer zum Arzt gehen ist besser. Nach dem Unfall. Bei dem Unfall hätten andere Leute die ganzen Knochen gebrochen. Du hast aber ein Dutzend Schutzengel gehabt. Richtig. Aber da hätte ich nicht drin sitzen mögen. Hast du es eilig, dann machen wir dich fertig, dann kannst du fahren, wenn du willst. Und du oder kannst wollen hier wir laden erst auf und dann kriegst du gleich die Quittung. Ist egal. Eine Minute Zeit, wa? Machen wir gerade fertig, laden wir mal das Auto auf.
Okay, Uwe. Aufpassen mit den Knochen. Da hätte ich aber oben gern drin gesessen, Manfred. Ja. Das Auto bestimmt nicht. Sehr gut. Wir müssen alles klar. Tschüss. Das war's dann. Auch gute Besserung. Das wollte ich auf jeden Fall nicht nochmal so. Wie ist eigentlich passiert? Ich bin hier vorne hochgekommen und ein Wildschwein vor das Auto gelaufen. Ein Wildschwein, da kann kein Mensch was. Was kann er? Er hat auch ein Reh, die ganze Front weggenommen bei einem Mercedes. Ja, sogar bei Mercedes, komplett platt gewesen. Und der ist stabil im Mercedes. Richtig. Na, ich wünsche auf jeden Fall gute Besserung. Ja. Kommst du Tage vorbei. Nochmal tschüss dann. Wow. Alles klar, nochmal tschüss. Ciao. Mach's gut. Kannst kommen! Uwe, kommen! Immer kommen! 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 Immer kommen! So, Peter, ja, die Pole haben wir soweit fertig. Steht auf dem LKW. Also, Dreck können wir schorten. Mhm. Aber wenn du überlegst, der Junge hat doch ganz schön Glück gehabt. Ja. Zum Glück hat er so wie der zerquetscht war, hätte sich sämtliche Knochen im Leib brechen können oder tot sein können. Ja, aber zum Glück hat er nichts so richtig abbekommen. Das obwohl er hat ja auch nicht Blut gehabt, so eine kleine Kiste. Obwohl es gibt ja in diesen Kisten richtig schnelle Autos mit über 100 PS. Die Biene-Ära, der G40. Nein, der Power. Leider nicht. Gerd Bauer. Kleines Gift Auto. Ja, der hat auch Spaß gemacht, gell? Nein. Ja. Wow, das sind schon Autos, war. Aber etwas schnell, wie die kleinen Kraus reden. Ja. Aber trotzdem, etwas spannend ist es. Der Polo, der war ein Kurvenräuber. Fantastisch. Auf der Autobahn war zu leicht, 850 Kilo. Aber in die Kurven, Kurvenschrecken, war der unwahrscheinlich. Da hat so Mazda 7er BMW das Nachsehen gehabt, weil er klein aber war und flink. Aber wenn ich drinnen sitzen würde, würde er besser liegen, Kinder. Ja, aber auch nicht mehr richtig. Und der Uwe auf der anderen Seite würde nicht mehr abheben. Wenn du und ich drinnen sitzt, ne? Wenn er auf die Stelle tiefer gelegt, dann kann man kein Auto tiefer legen. Würde Spaß machen, oder? Ja, da kann ich ja gleich 45 PS nehmen. Ja, mit deinem Gewicht, Manfred, da ist klar. Ich hätte mal ganz wirklich so einen Spaß hätte ich mal haben wollen, so einen Polo. Ja. Aber G40, nicht so eine kleine Rappelkiste. Ja, so ein wegen PS, es muss Power haben. 113 PS, Turbolader. Ja. 1300 Kubik. Ja. Aber wo kriegst du was heute her? Als ach, Uwe, Problem, kein Uwe. Problem. Heute ist die neue Technik. Die nennt sich Internet. Wollen wir gleich mal gucken im Internet nach dem Polo G40. Komm, auf. Ja, auf. Jungs, geht mal schon ein bisschen relaxer, wa? Ja, einverstanden. Mach, was ich lassen sein kann. Der macht, man kann hier ein bisschen schlafen, ja. Super, was anständig heiß ist. Umso mehr PS, umso besser. Ich suche auch noch manches Heißes. Okay. Zeig mal, was du kannst. Computer an? Ja. Aha, dort noch. Das muss ich mal auffahren, ja, richtig. Ja, er kommt. Gucken. Keine Rückmeldung. Sekunde. Schlüssen. Ja, das ist er da. Er war etwas schwach. Ja, da bin ich auch manchmal. Das hat doch mit dem Wetter was zu tun. Und das haben wir es. Das ist gut. Okay. Marke VW. Modell Polo. Baujahr 94. Auch. Ja. Kilometerstand? Bis 200. Aha. Schon da. Blau gefällt mir nicht. Sportlich muss dunkel sein. Was ist mit denen hier? Checkheft gepflegt. Nee, der kostet mir zu viel. Hier haben wir einen schwarzen. Das ist mattschwarzer. Schwarzer. Oh, mattschwarz mit weißem Bügel. 113 PS. Mhm. Tiefer gelegt. Wollen wir eine Mail-Nachricht hinschicken? Oder Telefonnummer schreibe ich mir auf. Okay, die Nummer habe ich aufgeschrieben. Wie gefällt dir das? Gar nicht schlecht. Schwarzmatt. Nee, Stahlfelgen, aber keine Alufelgen, aber kann man mit leben. Sehr schön. Der ist es, glaube ich. Der Preis ist gut. Da rufen wir ihn gleich an. Machen wir, gell? Ich fahre den Computer in der Hörung. Alles klar. Netzschalter ausschalten. Fertig, da war's. Dauert etwas. Bestimmt
Auf Toilette oder was? Ah ja, guten Tag, Ludolf. Ja, sie hat noch im Internet ein Fahrzeug anzubieten, ein G40. Peter macht den Kauf des 112 PS Polo klar. Manni freut sich. Uwe ist skeptisch. Ja, so eine Powerkiste. Ich hab's ja gefahren. Die G40 ist. Aber erst mal sehen, wie der Kopf wieder aussieht überhaupt, ob der überhaupt was zieht. Ob die so eine ausgelutschte Nuckelpinne ist. So, oder denn? Uwe, zuerst bauen wir die Federbeine und die Steckachse. Bring mir bitte den Luftschlauch. Ich hole einen Schlagschrauber. So, Manfred. Gut, danke. Gut, dann gucken wir die Schläuche. Hey, Uwe, da war auch so eine Powermaschine. Ein aufgepumpter 100er. Genau wie die ganzen G40 da. Richtige. Ja. Manni und Uwe machen sich daran, die Überreste des Audi 100 auseinanderzunehmen. Nehmen wir die Scheibe, da merkt man, dass Material ist. Der Audi und der Polo G40 haben eines gemeinsam. Beiden Motoren wird die Luft mit Druck zugeführt, was die Leistung steigert. Der kleine, aber feine Unterschied, der Polo hat einen G-Lader, der Audi einen Turbolader. Ich muss erstmal das Blech abmachen, dass ich an den Turbo und alles rankomme. Ja, dann mach mal. Ich bring noch weiter weg die Sachen. Aber Turbo ist was Feines. Der Motor wird ja richtig mit Luft aufgeblasen. Die meisten wissen ja gar nicht, wie das funktioniert, so ein Turbolader. Es ist ein Meisterwerk der Technik. Ja, fertig. Der große Unterschied zwischen einem G-Lader, einem Kompressor und einem Turbolader ist der ganz große Unterschied des Antriebs. Alles von den dreien ist das Geheimnis die Luft. Aber der Antrieb. Ein Turbolader wird angetrieben durch die Abgase. Deswegen nennt man ja auch den Luft, die Turbo-Abgasladung. Und der Kompressor und der G-Lader werden angetrieben entweder durch einen Keilrüben oder durch Ketten. Das ist der große Unterschied. Der wird nicht durch die Abgase angetrieben, was beim Turbolader wieder ist. Also der Motor wird praktisch aufgeblasen mit Kraft. Super. Das ist der Turbo. Ist eine gute Erfindung. Erstmal auf die Idee kommen. Man überlegt so viel Kraft durch Luft. Guten. Ich bin wegen dem Polo hier. Ich wollte die Papiere noch vorbeibringen, Fahrzeug hier. Ja. Einen Moment, da muss ich mal meinen Bruder holen, der macht das, ja? Alles klar. Okay, Moment, schön warten. Jo. Peter, wegen dem Polo-Brief. Ach, okay, okay. Weißt du Bescheid, ne? Ja, weiß ich, was könnte gehen. Naja. Guten Morgen. Ich bin wegen den Papieren vom Polo da. Ah ja, weiß ich Bescheid. Dass Sie mir nicht schlagen. Bitte? Wollt einen blauen Fleck haben? Nee. Willst du was machen, wenn sowas passiert ist? Wir haben das alle hinter uns. Dann fährt man langsamer, mein Leben ist wichtiger. Aber Witze muss man noch machen können. Wenn man das nicht machen kann, wollte ich gerade sagen. Solange es gut geht, kann man drüber lachen. Das ist wichtig. Ich mache das gern. Bitte schön. Ich bin immer ein kleiner Humorbolzen. Der Brief vom Polo weißt du ja schon. Ja. Der hat aber Glück gehabt, gell? Nur ein paar kleine Flecken und so weiter. Hätte schief gehen können. Oh ja, auf jeden Fall. Viele haben sich totgefahren oder so weiter. Oder schwere Knochenbrüche oder so. Ach, oder was zurückbehalten. Verletzungen. Da habe ich einen kleinen Witz noch gemacht, etwas aufgeheitert, weißt du? Das macht man nämlich. Das ist besser. Ach, was willst du machen? Aber solange es nur beim Blechschaden bleibt, geht es. Ja. Hauptsache, die Knochen gehen nicht kaputt. Wenn die Knochen nämlich verletzt sind, Günther, und du wählst wirklich was weg, irgendwie eine Sehnenverletzung oder so, oder hast dauernd Schmerzen ein Leben lang. Nee, das ist nicht schön, das ist klar. Das ist nicht schön. Finde ich jedenfalls. Und ich bin froh, wenn, dass ihm nichts passiert ist. Das sowieso. Das werde ich auch mal gleich erklären. Nochmal. Weil das nämlich ein wichtiger Punkt ist für mich. So, da habe ich die Quittung gemacht. Da habe ich auch den Wagen aufgeschrieben, das Geld rausgeholt, alles. Seien Sie froh, dass nicht mehr passiert ist. Der Mensch
ist wichtiger wie alles andere. Ein paar Witze muss man machen, sonst kommt man nicht drüber. Beim nächsten Mal denkt man etwas langsamer fahren oder so weiter. Hauptsache die Knochen bleiben heile. Auto kann man immer bezahlen. Das ist nicht schlimm. Alles klar. Tschüss, und noch eine gute Besserung. Tschüss und einen schönen Tag. Ja, ciao. Dankeschön, ciao. Super. Voll bis oben hin. Nachschub für die Youngtimer-Sammlung der Ludolfs. Ein Wolf im Schafspelz. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Ich habe den Polo gebracht. Ach ja, einen Moment mal. Peter? Ja? Der Polo ist da. Ah, ich komme. Okay. Uwe? Ja? Kommst du mal wegen dem Polo? Uwe, komm, lass die Sache, ich will hin. Komm raus. Dann gehen wir uns die Sache mal angucken, unser Spielzeug. Okay, raus, hin. Ach ja, gehen wir mal gucken. Ach, da ist ja die Kiste. Das Fahrzeug sieht dann für sich gut innen drin aus. Ja. Die sind nur wie mein Bruder. Etwas unsauber in der Pflege. Ja. Uwe, der ist genauso wie du. So, ah, ja, ich mal einmal rum. Guten Tag, so, junger Mann. Dankeschön. Hallo. Wie ging jetzt das Geld? Ich bin, sehen Sie, wie sauber ich bin. Ich tue sogar das Geld verpacken. Wie abgemacht? Ja. Das Geld? Jawohl. Bitteschön. Ja, Dankeschön. Manni, du fährst hoch. Danke. Fahr ich jetzt hoch. Tschüss, Ken. Tschüss, schönen Tag noch. Tschüss, Ken. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, mal, fahr mal die Kiste hoch, können wir das mal gleich begutachten. Richtig. Gib mal richtig Gas gleich, Mann, mal gucken, wie der läuft. Dann können wir mal richtig begutachten, die Kiste. Schön. Testen hoch, Manjo. Oder Qualm, aber auch. Ja, aber zum Testen ist gut. Kann besser rauchen als ich. Ey, der läuft aber gut, Peter, wa? Boah! Manometer! Was hast du da gekauft, Peter? Da ist er platt! Boah. Uwe, das der soll nur viel Spaß sein! Ja! Der soll nur viel Spaß sein und war nicht teuer! Hauptsache läuft! Lauf tut er ja! Astrein Mini! Ja! Was verlangst du das bisschen Geld? Gar nichts! Gucken wir uns mal den Motor an! Ja, es ist Kolben etwas nicht in Ordnung. Ölabschleifring oder was? Ja, aber Kleinigkeiten. Das ist egal, das sind Kleinigkeiten. Ich will Power haben, ich will hier etwas schießen mit das Ding. Und sonst nichts, ich will ja nicht damit den ganzen Tag angucken. Hast du genug Öl drin, ist mir nicht? Da habe ich doch noch gar nichts nachgeguckt. Ne, noch gar nicht. Hier macht er es nämlich, hier oben. Da muss es aber ablaufen. Guck mal hier. Was? Da macht er es. Mhm. Und zeigen, dass die Maschine nicht mehr ist. Abschreifringe und so haben Schlag. Oder Abschreifringe auch, oder Lagerschaben. Ja, es, ja das auch. Aber es kann auch durch die Ventile, durch die Abschaltdichtung. Fantastisch. Mhm. Nur der Türgriff gefällt mir nicht. Ja, der muss gewechselt werden. Der ist kaputt. Ist der Krankheit bei VW, Peter? Ja. Und geht er. Da war doch normal, das kennst du doch immer, Peter. Das ist typisch VW. Aber ein bisschen Spaß kann man ja damit haben. Bei den anderen Autos früher, wenn die richtig cross gefahren sind, Stoßstangen ab? Nein, will ich nicht. Nein? Ich bin der Jugendsportliche. Der ist der Jugendsportliche, keine Ahnung, wo Auto hier. Club der Alpenopas. Komm, lassen wir ihn zu viel. Komm, lass ihn mal. Darauf mach du mit deiner Kiste hier, unser Rennfahrer. Tut mir ja leid. Aber du mich auch. Tschüss, tschüss. Wir haben noch eine Pampers für dich, Manfred. Pampers, aber ganz nett, die soll er sich mal anziehen. AOP. Hey, 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 hör auf. Ja, Manfred, mach mal weiter mit deinem Auto hier. Ja, ja. Hasta la vista. Das ist der Neid. Du passt gut zu mir. Die Kurven, die Beschleunigung. Wenn ein anderes Auto dann wieder Gas geben muss, dann kommt bub, bub, bub. Und der fliegt aus der Kurve fast wie eine Rakete. Er ist fast wie eine Kugel in der Pistole. Wenn du drückst, kommt eine Kugel rausgeflutscht. Und das war eben der G40. Es war eben die Pistolenkugel mit Power. Wieso? Ich hätte auch ein bisschen Wagen Spaß zu fahren, aber... Kannst du mal. Dann würden wir richtig Scheiße mitbauen. Mach mal. Fährst du auch eine Runde mit Peter? Selbstverständlich. Der kann G40 so eine Tonne schleppen. Und eine ganze Tonne haben wir auch noch nicht, gell? Nee, noch nicht, Peter. Oh Gott. Das ist nur 3 Kilo drunter.
Ja, wenn wir den Günther mitnehmen, dann funktioniert das überhaupt nicht mehr. Also wenn der Günther noch hinten drin wäre, dann wäre eine Überladung. Peter, dann würde ich mir die Fehler sagen. Wenn die Fehler sein, die wegdrehen irgendwo. Dann würde die Hose sagen. Mann, oh Peter, das Auto ist überladen. Es sind drei Dicke drin. Oh, das wird gefährlich. Wenn ich Schlagloch fahre, ist das Auto Schlagloch weg. Also der ist schon tief gelegt, und ich dann noch tiefer gelegt. Oh, und der Günther muss in der kleine Dicke hier. Oh. Da unten liegt er auch. Der Günther muss in der Mitte drin sitzen. Der Günther muss Lässt mal den armen Günther zufrieden, der ist in Ordnung. Hey. Es kann sein, ich mache einen Bandfilter oben auf die Scheibe in blau oder grün mit Schrift, ja? Manni? Ja? Den Bandfilter besorge ich dir. Gut, danke. Kleber besorge ich dir für die Seite. Feuer, ja? Ich besorge dir für die Scheiben schöne Folie. Danke. Für seinen jüngsten Bruder ist Peter gerne bereit, ein paar Polo-Accessoires aus den riesigen Haufen in der Lagerhalle zu fischen. Guck mal hier, der hat eine Funktion. Guck mal, das kleine Bürstchen hier. Bududududu. Gib den her. Gut. Das ist vom Weitermann. Keine Zeit, um Spaß noch hier zu machen. Ich bleib mal hier, geht mal in euer Wunderladen da rein, Peter. Ja, Leiter. Du Knirsch. Das sind Buchstaben. Das ist eine Folie. Ja. Schön. Ja. Und hier. Manni, geil! Gib ihn mal her. Das ist geil. Eine schöne, geile Farbe machen. Ja. Haben wir noch was? Ja. Gut, passt. Das muss fast zum gleichen Wagen gewesen sein. Ja, gucken. Ah, ich habe noch was Schönes. Was ist da? Ah, nicht die Armaturen. Hier. Hey, das ist Streifen geil. Streifen oder was? Hey, musst du gucken. Das sieht klasse aus. Ich habe das nicht gesehen gerade. Noch was? Nee, gehen wir mal weiter durch vorne. Gut. Noch was? Was gefunden, Jungs? Ja Tattoos und Carbon. Übersehen, Bein. Und eine rote Folie. In jeder Ecke fliegt noch was rum, mein Peter, wa? Was? Ja, guck doch an. Da findet er eben der Auto, was sie meistens dann verwenden wollten, aber nicht mehr verwendet haben nach dem Unfall. Ja, Peter, wir waren ja früher nicht besser. Wir haben aber alles verarbeitet. Immer drauf geklatscht, haben lieber ein bisschen mehr mit zu wenig, wa? Schon wie Weihnachten fast, so ein schönes Sache. Wie, hast du Weihnachten? Fast. Der gefällt mir besser. Oh, der ist noch besser. Ob der, wenn der passt, nehme ich den. Den baue ich zum Der sieht aber besser aus, Peter, geil. Komm, den anderen drüber. Komm, den anderen wieder zurückschieben. Manfred, der will dann Spaß mit der Kiste haben, aber ich möchte auch mal ein bisschen Spaß mit der Kiste haben. Mit dem Spoiler wollte ich mal gerade was gucken. Hose. Na, mal gucke hier. Oh, komm mal her, Manni. Der Spoiler. Ich hier hinten auf dem... Boah! Der sieht super sieht aus. Sieht der Affen geil aus. Ich würde die Antenne aber wegnehmen hier. Nein. Davor. Darf ich mit der Kiste auch mal mitfahren mit deinem Aber nur hier? So wenig, so machst du mir kaputt. Du darfst ja nicht mal einen Auspuff riechen, wenn du einen dann hast. Ei. Ich darf dir gleich Auspuff riechen. Aber einen Auspuff riechen. Ja. Alten Sack hier, Mandy. Ja, du Knuch. Ja. Peter, da müssen wir sehen, ob wir was besorgen können, so eine Kiste. Ja, so eine kleine Ente mit 40 PS oder ein... Also Minimum mit 120, 130 PS oder was. Mal gucken, was wir da kriegen. Über 100 PS. Opa reichen 40 PS auf. Manfred, du 40 PS, wenn ich so eine Kiste hab, wa? Dann zeig dir mal, was die Hacke ist. Dann werden wir zeigen, wie gefahren werden, nicht wie du hier. Du bist ja noch ein Pampers-Fritze hier. Ey, und dann riechst du an meine Windel von 100 Meter Entfernung. Ja, wisst ihr was, Peter? Wir müssten hier aber irgendwo so eine Kiste aufgetrieben kriegen. Ja. Wo kriegen wir sowas aufgetrieben? Tommy hat doch die kleinen Dinger. Ja, die Freunde und Bekannten vielleicht, wa? So. Die Rockers haben ja alle so kleine Spritzen alles. In den Autos. Ein hier Opel oben. Oder so, gegen den VW. Ja, immer mit der großen Klappe. Ich sag die Jugend. Keine Ahnung, wa? Du kannst es beweisen, die Jugend. Du bist doch. Peter, noch wir machen das schon. Wir machen das schon. Die Rallye könnte richtig schön werden. Jetzt rufe ich mal den Mann an. Ja, ruf mal an, den Tommy. So. Die Aussicht auf einen kleinen Kraftprotz treibt Uwe zum Handeln. Sohn Tommy soll bei der Beschaffung helfen. Ach Thomas, ja? Weißt du nicht von deinen Kumpels ein, die was im kleinen Auto haben, so, die fallen so Opel-Fritz sind das alles, die kleinen Rennfahrer, die Wilden. Ob die irgendwie so einen kleinen Wagen von Opel oder was mit über 100 PS haben, was sie verkaufen wollen, weil wir suchen sowas, weil meistens wollen die sowas verscherbeln. Und dann hatte ich so die Kamera. Ach so. Peter, Moment mal, Tommy. Der eine Freund, der wollte einen verkaufen, aber der weiß nicht, ob er noch steht. Mal gucken. Ja, Tommy, kannst du bei dem mal anrufen? Ja. Und fragst, ob er verkaufen will und was er haben will vor allen Dingen. Wenn er nicht zu teuer ist, weil wir wollen ein bisschen die Sau abgeben. Wir wollen ein bisschen richtig zeigen, dem Manny, wie Auto gefahren wird. Bis gleich. Ciao, ciao. Uwe. Er ruft zurück, Peter. Lass beim Rallye fahren auch mal die Fetzen fallen. Nur, dass dem Manny nichts passiert. Nicht, dass der Manfred in der heult, wenn wir den abhängen. Ja.
Da fängt der an zu knatschen, der Kleine. Ja, da geht das kann alles passieren. Oder umgekehrt. Er hängt euch ab und ihr seid am Knatschen. Uwe. Ja? Ich habe den Manni-Schriftzug drauf, aber ich wollte die Folie auf den Innenteil machen, den Bandfilter auf die Innenscheibe anbringen. Mhm. Ich spritze die Feuchtigkeit drauf. In dem Moment ist schon die Feuchtigkeit durch die Sonne eingetroffen. Ich brauche Hilfe. Sonst geht's ja alleine. Du kannst das schieben, alles. Mhm. Aber das trocknet sofort wieder ein. Ich brauche deine Hilfe. Es geht nicht anders. Ja. Setz dich auf die Beifahrerseite. Das ist sogar mein Spachtel. Durch die Hitze verzieht sich mein Spachtel. Okay, nehm mal die Folie. Ach. Das sieht ja furchtbar aus, was wir denn aber teurer gemacht hätte. Melli! Altes Schwein. Siehst du ein bisschen mehr nach dir hin. Ein bisschen mehr nach dir und ein bisschen mehr höher. Höher. Du bist ziemlich tief. Hey, du musst es höher machen. Aber es geht für den Anfang, richtig Uwe. Das brauchst du gar nicht mehr, oder? Was? Das brauchst du doch gar nicht mehr. Doch, wir haben noch die ganzen Seitenscheiben und alles. Aber ich werde gucken, ob ich erstmal meine Rallye-Folie drauf mache. Ich habe keine Lust. Manfred, wenn ich ein Auto fahre, ein Auto muss laufen. Ein Auto muss schick sein. Jedes Mal das Gleiche. Das ärgert mich. Richtig. Wie sitzt die Folie? Die macht, was sie will. Aber ich komme schon auf den grünen Zweig. Das auf jeden Fall, Manfred. Immer der wieder träumt. Nichts Gutes. Hier ich, wer da? Nein, leider nicht. Nein? Nein, momentan für den Saat nicht. Okay, tschö. Rudolf. Guten Tag. Moment. 92er, ne? 92er Polo, Peter. Hast du da ein Steuergerät? Kuckuck. Hallo. Ja, ich höre. Wie viel Hubraum? Wie viel Hubraum hat der? 1,3 Liter, 75 PS. Herein. Ein Moment, der schläft gerade, dauert ein bisschen länger, ja? Was, wie viel? 1,1? 1,3, 75 PS. Buh, da ist verschiedene Nummern drauf und Farben. Da sind Farben drauf und Nummern. Ja, und die Farbe. Ab 8:45. Bitte, tschö. Naja. Also sieht doch gar nicht schlecht aus, Manfred. Aber es geht schon nicht aus. Manfred, wer mehr will, ist ein Ferkel. Super, wie das für unser super. Spaß, mal einen richtig auf die Socken zu legen. Ja, das macht Spaß. Was hat denn? Eine geile Kiste. Mann, die Kiste schon hier. Komm, fahr den mal gerade raus. Hoch, hier. Thomas, bring den hoch. Hier volle Pulle. Ah, das ist ein super Geschoss zum Rennfahren, Mandy, wa? Ja, super Geschoss. Ich bin gespannt, was er jetzt mit denen abgemacht hat, aber für uns ist jetzt. Der satte Sound des Opel Corsa GSI hat sogar Peter aus seinen Träumen gerissen. Gute erste, schönes ne? Auto, gute Leute. Tommy, du wolltest noch mal zurückrufen. Hallo, hey, mein Digga. Fein, ne? Ich habe, wie gesagt, nochmal Absprache mit ihm gehalten. Er meinte, wenn ihr Interesse habt oder so, dann kann ich euch vorführen. Ihr sollt euch die Kiste mal hier angucken und so. Das ist verdammt gute Idee. Und wenn ihr den haben wollt oder so, könnt ihr den haben. Das sind ja nur Kleinigkeiten. Tacho, ne? Ja, das spinnt doch, also der klappt vom Zucker nicht, ne? Und er läuft bis unruhig. Ja, da haben wir gleichwertige Partner. Ja. Und der ist klasse, auf jeden Fall, das passt schlecht jetzt. Ist der nicht, da wollen wir nicht sagen. Das passt jetzt. Geiles Gerät. Ne?
Das ist schon eine freie Kiste. Da müsste die 106 PS sein, richtig? Ja, ja. Ich meine, dieselbe hatte ich einen Tick auch gehabt. Die 16 V, die 106 PS, richtig. Die ist genau. Gut. Die ist richtig gut. Hey, du alter Knirch! Ja, kann man nichts gegen sagen. Du hast noch eine Servolenkung. Das ist ja nicht so wichtig. Wir wollen ja nur ein Rennen fahren, Mann. Ja, trotzdem hast du eine Servolenkung. Uwe, lass dich Fetzen fliegen. Und du auch, Manfred. Ja, Ihr seid alle beide genauso gut. Das kann man wohl laut sagen. Alle beide. Einer hat den Vorteil, der andere hat den Vorteil. Ja, für die kleine Krücke dann schön Motor, Uwe. Wa? Nee, und ich will ordentliches Rennen, faires Rennen. Ja. Splittern, splattern und flattern. Die Brüder sind begeistert und schlagen zu. Das Geschäftliche soll Tommy mit seinem Kumpel regeln. Uwe würde am liebsten gleich eine Spritztour mit dem Opel machen. Aber Manni besteht darauf, dass zuerst der Polo fertig getunt wird. Ja, dann gehe ich hin. Und tu so richtig schön einspritzen. Und das nicht zu wenig. Richtig viel, richtig viel, richtig viel. Sprüh mit Spüli, dann bist du fröhlich. Sprüh, sprüh, sprüh den lieben langen Tag, Tag, Tag. Das schon besser. Du kannst es richtig gut. Eigentlich klebt man die Folie von innen an die Fensterscheiben, aber das dauert Uwe viel zu lange. Klebt von außen drauf, du bist schon fertig, Manny. Meinst du? Mach mal. Wenn du es willst. Du willst es doch. So. Nee. Für dein Auto ja, nicht mein. Hast du Finger drin gehabt? Weißt du, was du bist? Bescheuert. Geh doch mal mit dir zu der Tür. Der bringt zurück für den Fettstack. Ja, aber bist du nicht normal? Das war dein Finger. Scheiße. Ich hör das auf, Uwe. Manny. Mach da extra hier noch extra Einköttern. Ja, trotzdem. Da hält den Finger nicht zwischen die Tür. Nee. Dann noch nichts machen, Manny. So, sei lieb. Sei lieb. Ja. Ich bin ruhig und halt, ich tue nicht. Warte, Manny. Kannst du mir nerven, was du willst. Auf Wiedersehen. Tschüss. So, lass uns kommen, wir gehen. So, wir machen Feierabend. Tschö. Ich, Günther, jetzt kommen die zwei Knirche. Jetzt kommen diese Bösewichte hier rein. Manni muss Frust abbauen. Das kann er am besten, wenn er seine Zwerge beschimpft, die alle auf die Namen der vier Ludolf-Brüder getauft sind. Ach, der Peter. Das stehst du mal. Und der Uwe. Ja, warum hält er die Finger denn in die Tür rein, Peter? Ja, ich wusste nicht, dass er die Finger... Du hast dich in die Tür reingedrückt, die Finger. Ich hab mich doch nur angelegt, Peter. Uwe, das war doch nichts Schlimmes, Mann. Du kleiner Stuhl. Aber da hat eine Stute gezogen, hast du das gesehen? Der hat schon abgehoben. Da hätte nicht viel gefehlt. Ihr seid Giftpilze, Giftzwerge. Ihr Bösewichte. Uwe bricht mir fast meinen Finger. Hat er mir voll in die Polotür geklemmt. Der tut noch immer weh. Und Peter, deine Tönungsfolie. Außen. Eine Tönungsfolie von außen machen. Ist genauso wie den Reifen im Kofferraum anschrauben. Das bringt nicht viel. Da kommt der Reservereifen ran. Ich stell dich ja auch nicht auf den Kopf. Denkst du, wie du da aussehen würdest? Guck dich mal an. Mitten auf den Kopf stehen. Was soll das bringen? Gar nichts. Und so kommt auch die Tönungsfolie original ran. Und nicht von außen. Das funktioniert nicht. Aber Uwe, ich werde mir noch rechnen. Du alter Giftspilz. Die Rache kommt zugleich. Ach. Ach. Hier haben wir das Richtige. Ich kann es ja leider nicht mit dir so machen, aber kriegst du ein paar drauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, das reicht. Jetzt bin ich ruhiger. Schön nass. Gut. Folie ab. Schön nass. Von seiner Wut befreit, macht sich Manni mit Freude wieder ans Werk. Feuchtigkeit raus. Gut.
Ah, das geht doch viel besser. Mit Ruhe und Vernunft. Super. Fantastisch. Und es funktioniert auf einmal. Vorher hat das null geklappt, die Folie. Ich hab gesagt, ich zerreiß die Folie, ich schmeiß sie in die Mülltonne. Und jetzt sag ich, ach, da krieg ich doch hin. Und das klebt sich schon teilweise. Ich habe mir direkt auch überlegt bei den Zwergen, wenn ich sie da schneide, muss ich sie auf der anderen Seite benutzen. Sonst wird es ja gar nicht klappen. Spiegelverkehrt. Das hat man vorher nicht gedacht dran. Also die Zwerge bringen es. Ach, ist das schön. Ich bin spitze. Ach, herrlich. Das ist kurz gut, mal so zu sitzen. Ja, Peter, wenn wir ja Wochenende also jetzt richtig Spaß kriegen mit den Kisten, ja. Wa? Aber der Manny ist ja jetzt schon mit der Schnute anziehen, wa? Ob der ja, sich wieder abreagiert hat. Ja, macht er schon irgendwie. Du bist aber auch in Teilen mit dran schuld. Du gibst nicht nach, Uwechen. Peter, kann ich doch nichts zu, wenn der sich den Finger da in die Ritze hält beim Kleben. Ah, Manny, wie geht's? Alles klar. Füße runter. Ach, du alter Sack. Ich war bei meine Zwerge, das bin ich ruhig. Weißt du, was auf einmal passiert ist? Ja. Wo ich nach die Zwerge gegangen bin, ja. Da bin ich hingegangen, die Folie ging fast von selber ran. Da war die ruhig und die gelassen. Ja. Super. Manny, umso mehr man sich aufregt, umso schlechter geht's. Die Wut hatte man gehabt. Die Wut. Darf und nicht sein. Da musst du sagen, dich immer Ruhe. Aber weißt du, was jetzt noch fehlt? Und du hast mir versprochen, du hast mich ja auch wehgetan, aber das habe ich dir verziehen. Ja. Wir machen den Spoiler drauf. Ach, den wollen wir ausgetestet haben. Der muss bei Uwe schon. Komm, wollen wir ran? Fantastisch, mach's. Wir machen den Spoiler ran. Und Uwe, Ja. Bitte denk dein Wagen auch etwas machen. Nicht nur faul. Ah, ich guck noch, ob Öl stimmt. Öl, Wasser und so wenigstens das, gell? Ja, du kennst mich doch. Hauptsache das ich Auto. Kenne dich, ich kenne dich, ich kenne dich. Da will ich sagen, ja. Die Stoff geben, Uwe. Die Stoff geben, komm, rein. Das Wort. Faulheit, ein Auto, das hast du erfunden. Da muss nur laufen. Das hast du erfunden. Ja, und Schmutz hast du auch erfunden. Und ich werde dann mal die Hacke zeigen. Du machst das. Aber wollen wir sehen. Weg, alle beide mal sehen. Bis gleich. Ach, jetzt sind die raus. Du weißt, wie die sind. Manni lässt sich nichts gefallen, aber Uwe tut auch sich nichts gefallen lassen. Aber Wagenpflege ist Manni sehr gut. Uwe macht überhaupt nichts. Er ist gleich null in Wagenpflege. Gar nichts. Doch, jetzt will ich mir etwas ausruhen. War genug Themas heute. Ja, tu mal relaxen oder tu mal schlafen. Nachdenken. Ich bohr rein. Bis von oben aus eine Schraube reinsetzen. Da brauchst du 3 Kilometer Schraube. Der macht du was zum Ankreuzen hier und dann weißt du... Der Spoiler wird auch nicht halten. Hier kann ich dann eine Verstärkung machen. Die Schraube länger. Ja, mach, was du willst. Das überleg mal. Der wird ihn nicht halten. So hält er. Ich will ja nicht überlegen. Ich will das Ding drauf haben. Ich hol den Strom von da. Du machst ja sowieso noch ein Flugzeug aus deinem Auto hier. Ach, Manny. Gut, dass ich mein Auto nicht ganz so verschändle. Hier, genau. Ja, in der Mitte, ja, in der Mitte mehr. So. Ja, wenn ich hier rüber, hier ist die Mitte, hier ist die Mitte. Das ist die Mitte nicht mehr. Ja, da hinten war es woanders. Hier wäre er die Mitte. Ja, dann mach die Mitte, wo du willst. So. Ja, da wird so ein richtiges Flugzeug, Manfred. Meinst du, weil du den Spoiler drauf hast, ist deiner jetzt schneller, Manfred? Ja. Soll ich drehen oder willst du drehen? Dreh du. Da kannst du eine ganze Woche drehen, Manfred. Der geht aber gut. Manometer, ich bin am Drehen. Wie hält er? Hält super, geil. Hast du? Ich drehe. Schlecht. Hier habe ich ein Problem, Uwe. Ja. Das habe ich ausgeglichen, das Problem. Ja? Mit Intelligenz. Wo bist du intelligent? Überall. Dreh durch. Dreh durch? Dreh weiter. Du Knalltüte. Ich bin an dein Auto am Schaffen und dann bist du noch am Lästern, du kleine Schweinebacke. Leider Fotoknüchel. Alte Schweinebacke. Ach, da kann man sich dran festhalten. Ist in Ordnung. Ja. Und was jetzt noch vor? Das überlege ich mir noch. Das ist dein Auto, überlegst du selber. Na, ist ja nicht schön, der Spoiler. Ja, sieht nicht schlecht aus. Aber Manfred, auf so eine Schönheit kann ich drauf verzichten. Ja, du stehst mir hier auf so Kinkerlitzchen. Und ich bin mir lieber, dass er zaunt hat, wie meiner. Aber volle Pulle hier, so richtig Röhre. Das ist was, Manfred. Ach, du bist doch nur neidisch. Ja, deiner hört überhaupt nicht. Der hört sich an wie so ein Kinderwagen mit Hilfsmotor. Aber der Hilfsmotor hat mehr Power. Peter? Ja, Manni? Ah, das hat Spaß gemacht, das Aufbauen des Polos. Fantastisch, der große Flügel auf dem Dach. Die Folie auf den Scheiben.
Klasse. Und der faule Uwe, der macht gar nichts an dem Wagen. Aber der wird sich auf dem Gelände wundern, wenn er an meinem hinteren Teil nur noch das Heck sieht. Manni? Ja? Das werden wir sehen. Meistens haben so, die was wirklich faul sind, meistens noch Glück. Ich hoffe nicht. Schlaf endlich, Manni. Nacht, Peter. Nacht, Manni. Viel Spaß, Jungs. Viel Spaß. Danke. Bis daher. Bis daher. Das war super. Na, Peter, das hat Spaß gemacht. So, Manfred, wollen wir 3-4 Runden jetzt mal ja, drehen? Ja, nochmal richtig drehen. Und wer als erstes mit den 3 Runden hier ist, hat gewonnen. Versuchen wir. Einverstanden, Peter? Versuchen wir. Okay. Peter. Da müsst ihr die Eisendinger aufpassen, dass sie nicht umkommen. Da darf man sich überholen in dem Bereich. Nein, nicht. Nein, nicht überholen. Alles wir klar. So, Peter, wir machen 3 Runden. Wer als erstes hier wieder ist. Ja, Junge. Versuchen, versuchen. Fängt an, komm, rein in den Auto. Du gibst da hin und weißt es an und dann lassen wir los. Ach, ja. Manni hängt Uwe ab. Aber schon kurz nach dem Start ertönt im Polo das Warnsignal der Öldruckanzeige. Ob der VW durchhält? Der Manni führt! Sehr gut! Manni führt! Ast rein! Uwe mit den Breitreifen, der hält sie nicht. Der ist zu schwach auf die. Reifen sind zu breit für das Gelände. Ich war Erster. Ja, Manni! Manni, du hast einen Vorteil. Da waren nur ein paar Sekunden. Du hast so breite Reifen drauf. Meine Hand auch gerutscht. Er stand im Berg. Ja, da kann ich zu, die Reifen sind zu breit. Aber dann trotzdem. Du musst den Berg das zufrieden lassen, habe ich immer gesagt. Ja, ich kann da nicht zulassen, dass ein dicker Berg im Weg ist. Du weißt, wenn ich Auto fahre, dann rammel ich. Wollen wir noch einmal starten, Pferd? Ja, komm, noch einmal. Aber gleich machen wir 3 Runden auf wieder, oder 4? Wir machen nochmal 3 Runden. Komm, richtig. Noch einmal. Aber Peter startet okay. Wieder. Melli, du steigst alles von der anderen Seite jetzt diesmal. Okay. Und los! Achse abgerissen. Bah. Uwe hängt den Haufen drinne. Steckachse ist abgerissen. Scheiße. Die hat einen Fehler aus der Kugel gesprungen. Ach, scheiße. Ich habe was nicht festgemacht, aber meine Steckachsenkopf hat das nicht gehalten. Die Uwe in den Haufen reingepackt. Ich geh mal zum Uwe. Ich komm, wir haben uns Uwe Ey, bei mir ist die Steckachse hinüber. Ja? Weggerissen. So, ihr Jungs, du bist mal schieben mit allem. Ja, ei, ei. Wir brauchen starke Hilfe hier. Super. Oh, Hilfe, Peter. Hey, wir Uwe. Sind Feste. Ich bin aber auf die Straße geblieben. Aber mechanischen Fehler kann ich nichts für. Ach, schön. Aber du hast dich total verfahren. Ja, Peter, jetzt müssen wir schieben. Ja.
Scheiße, okay. Uwe. Dann schieben wir mal. Wenn ihr ein Blatt. Da müssen wir alle schieben. Komm, und jetzt. Ich habe schon ganz so träumen. Was? Nee. Peter, bei mir beim Tisch ist es kauer, aber Uwe hat ein fahrerisches Kauer erlebt. Ja, ich will den Rahmen rauskriegen, Mann. Oder soll er hier stehen bleiben? Nö. Lass mir den hier stehen jetzt. Nein. Nee, meine ich doch. Also ich würde sagen, wir müssen sehen, ob ich den hier rauskriege erstmal. So, kann er abfüllen. Das ist es. Naja. Im Kieswerk ist Hilfe in Sicht. Die Arbeiter haben sich bereit erklärt, Uwes Opel aus dem Dreck zu ziehen. Ah ja, dass das richtig gemacht hat, damit kriegst du mindestens raus. Komm, Uwe macht immer denselben Scheiß. Ja. Und Feuer frei, jawoll. Andersrum, Eddie, entgegengesetzt. Gerade. Geht nicht so schnell. Gerade. So ist richtig. Jetzt ist richtig, ja. Anna, Mandy, gerade. Gerade, Mandy. Jetzt kannst du drehen! Uwe, ich gratuliere dir zu deinem Fahren. Wunderbar gemacht. Ja. Gut gemacht, Jungs. Wunderbar. Wir haben gut geholfen hier. Dankeschön. Nächster bringst du einen Fahrlehrer mit. Dankeschön. Ha, 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 ha. Du bist dein Helfer! Tschüss, tschüss. Danke. Danke, tschüss. Uwe, du bist spät. Komm, Manfred, es ist heute geschafft. Das reicht auf heute. Komm, mach Feierabend, du kleiner Feierabend, Erfolg. Jungs, wa? Ich fahre hinten hin noch. So, Jungs, du hast einen armen technischen Fehler gemacht. Technisch verwagen. Ich ehre dich, du bist ja der Gewinner. Ich ehre dich, du hast einen guten Wagen gehabt, aber absoluter Verlierer. Der Verlierer? Du sagst, ich hab das geschafft hier. Ja. So, dann geh mal rein. Ich hab aber noch was übrig gelassen, zumindest, oder nicht? Gut, ich hab gewonnen. Kann ich nichts für. Du hast gewonnen, dein Auto steht da, du hast verloren. Ich denke, Junge. Ich hab den fahrerischen Fehler gemacht.